Hier geht's nach Old Town, Brady. Okay, dann wollen wir mal nach Old Town. Also gibt's doch noch Hoffnung, dass wir es vielleicht schaffen können. Wenn wir Simpson kidnappen. Hoffentlich kannst du was ausrichten. Und dann gehen wir. So viele verloren. Wie sollen wir das jemals schaffen? Fernsehen. Das klingt nicht gut, das klingt auch nicht so, als würde das funktionieren, aber wir lassen uns überraschen. Old Town. Nach Old Town geht's hier entlang. Pass auf, Brady, wir dürfen dich nicht auch noch verlieren. Weapon Parts. Mhm. Ja, dann wollen wir mal. Hallo? Hallo, ich würde gerne nach Old Town. Old Town, ich bin jetzt mal gespannt, wo das auf der Karte liegt. Das wird bestimmt oben rechts sein, auf der Map. Alter Verwalter, das, puh. Ich bin gespannt, ob das was bewirkt, wenn wir jetzt Simpson, wie gesagt, kidnappen, was wir ja vorhaben. Und vor allen Dingen, was wir jetzt noch tun müssen, um erstmal zum Rathaus zu gelangen. Wahrscheinlich Basen befreien, Radios sammeln und, noch ein paar andere Dinge tun. Ich bin da, ja, bin da ganz zuversichtlich, dass wir das hinkriegen und dass wir das hinbekommen. Aber ja, das, ja, ich denke mal, das klappt. Ich bin gespannt, wie Old Town auch aussieht. Aha. Das sieht aus wie eine U-Bahn. Mal eben kurz gucken, wegen Munition auffüllen. Nochmal eben speichern. Gesprengte Ketten, gehe nach Old Town. Haben wir, hier ist ein Nagelhaufen wieder. Ja. So, hier haben wir auch die Fässer. Bisschen Transistor mitnehmen. Ich schaue mich nochmal hier ein bisschen um. Guck mal, hier sind Spinde. Bevor ich die alle vergesse. Glühbirnen, Bohndose. Haben wir denn unsere Waffen? Ja. So, hier kommen wir nach oben, nach Old. Was war das gerade mit der Hand da? Achso, hier, das ist der, der Waffenschrank. Ethan, hier spricht Dana. Mach dich auf den Weg zur Gefängnismauer. Die Gefangenen haben wahrscheinlich einen Tunnel zur Flucht benutzt. Vielleicht findest du ihn ja. Willows, Alter, wie das hier aussieht. Boah, krass. Da ist wieder das Lustschiff. Alter, das ist Old Town. Boah, krass. Also mit den Dings haben sie sich echt Mühe gegeben, mit dem Level-Design, muss ich sagen. Also es ist echt... Ich schau mal eben auf die Map, auf die Mappe. Ja, das habe ich mir gedacht. Das ist rechts oben, ziemlich. Ah, dann werden die Gebiete aber, glaube ich, nicht dazugehören hier. Dies, dann ist das wahrscheinlich vielleicht das letzte Gebiet. Weil dann wäre das hier ein... Alter, was ruckelt das hier so? Guck dir das mal an. Ja gut, haben wir erstmal eine Aufgabe, würde ich sagen, fangen wir erstmal an hier so ein bisschen was zu clearen. Würde ich sagen, hier die Wasseraufbereitungsanlage, klingt ganz spannend. Sollten Sie die rote Zone unabsichtlich betreten, es geht damit weiter, womit wir aufgehört haben. Oh, ja, oh, aha. Oh, krass, Alter. Das sieht echt mega aus. Man kann überall wieder in die Gebäude rein, das ist so geil. Ich feiere das immer. Das sieht aus wie ein Hotel hier, so ein Hotellobby. Ich wurde schon gesehen. Was? Vergiss es! Willst du mich verarschen? Und hier steht ein Radio. Ich hatte übrigens auf der Karte jetzt gerade noch gar nicht. Warte mal eben. Ich hatte gerade auf der Karte noch gar nicht geguckt, was war es? 15 Radios, 20 Fahrzeuge, 25 Sniper, 5. Ah, ja, ja, ja. Das können wir ja so nebenbei machen. Warte mal. Oh, du hast da was am Hals. Es war Alter. Brady, ein Aufklärungsteam des Widerstands ist in deiner Nähe im Einsatz. Ja. Wir haben schon eine ganze Weile nichts mehr von ihnen gehört. Sieh nach, ob du herausfinden kannst, wie es ihnen geht. Kann ich machen. Wenn der Fahrstuhl, gehen würde, der Fahrstuhl. Wie komme ich denn jetzt auf Fahrstuhl? Alle Sperrgebiete. Zivilisten ist der Zutritt untersagt. Da komme ich auch ohne Motorrad hoch. Ah ja, ich glaube, das hat sich erledigt mit dem. Ist übrigens auch ein Radio.
Ja, ob ich den treffe? Alter. Das habe ich mir nicht gedacht. Das habe ich mir nämlich gedacht. So. Wie kann ich denn jetzt hier, was muss ich denn hier machen? Besiege die KVA-Scharfschützen. Habe ich, ach so. Hä? So, dann habe ich. Ach, da oben sitzt auch jemand. Verdammt. Auch mal ein neues. Na komm. So. Das ist auch weg. Natürlich. Alter, aus der Entfernung. Wow. Ist hier noch ein Scharfschütze? Ist hier noch irgendwo ein Scharfschütze? Da ist noch jemand. So. Nehmen den Wachposten ein. Das machen wir. Widerstandsversteck. Ja, es ist wieder Nacht geworden. Jetzt kommen wieder Radios. Radio. Hier ist übrigens ein Radio auch im Haus. Wahrscheinlich eine Etage tiefer oder so. Mal gucken, was finden. Sieht so aus, als wären unsere Leute von KVA-Scharfschützen ausgeschaltet worden. Ja. Es ist nie leicht, Leute zu verlieren. Aber inzwischen hat man sich irgendwie schon daran gewöhnt. Wenigstens ist der Bereich dank dir wieder sicher, Brady. Ist das Radio? Ah, hier. Ist gut versteckt gewesen. So, wir wollen ja sowieso das andere Gebäude eigentlich machen. Aber wenn wir das jetzt schon hier haben, dann haben wir das schon gemacht. Finde ich ganz cool. So, geil wäre, wenn wir uns jetzt wirklich mal reinschleichen könnten, mal wieder in so ein Gebäude. Ungesehen natürlich. Ich probiere das Ganze mal. Alter, das gibt's doch gar nicht. Was hier schon wieder los ist? Oder ist es das Startgebiet, wo wir sind? Nee, ne, das kann doch nicht sein, weil die Brücke mich jetzt daran erinnert. Ja, lalalala. So, komm ich da rein und... Die Zorgs interessieren sich stark für die Wasseraufbereitungsanlage in Old Town. Sie müssen sie als Teil ihrer Gaseinsätze verwenden. Erobere den Stützpunkt, den sie dort eingerichtet haben. Ich versuche mein Glück. Das Problem ist nur, ich glaube nicht, dass ich... Kann ich hier vielleicht... Warte mal, ich probiere mal was. Das haben sie natürlich bemerkt, ist klar. Aber ist nicht so schlimm. Wir werden abwarten, weil ich möchte das gerne, wie gesagt, ruhig angehen. Ist mal nicht so hektisch. Ein bisschen schleichend vielleicht. Versuchen natürlich ungesehen zu bleiben. In der Hoffnung, dass das klappt. Ich brauche nochmal eben hier so zwei Bomben oder Granaten oder beziehungsweise Sprengstoff nennt sich das Ganze ja. Sie sind natürlich aufmerksam, die Kollegen. Sprengen Sie raus! Splittergranate! Die stehen auch gerade da drin. Finde ich gut. Kann ich das irgendwie mal ausprobieren? Nein, was machst du da? Hui! Oder so vielleicht? Nein! Oh, was ein Vollidiot. Steht der da einfach drin? Das ist ein bisschen dämlich, wenn man da einmal irgendwie Radau gemacht hat, dann wissen die sofort Bescheid. Was sieht man denn von hier aus? Wahrscheinlich nicht mehr, oder? Hallo? Hallo? Boah, ich dachte schon, ich bin jetzt da reingeglitscht oder so. Die stehen genau hier. Ich weiß es genau. Nein, nein, was machst du? Alter. Ich hab's genau gewusst.
ist auch noch so ein Fahrzeug drin. Ach, du heiliger Stöcker. Ja, ja, lass die mal alle auf die Ecke da. Oh, oh. Oh, oh. Die haben mich gesehen. Na, geh da rein. Was? Okay, die wissen anscheinend, wo ich bin. Ich wollte das eigentlich ruhiger angehen. Nur Was ist das für Pipelines? Kommt man da irgendwo hin? Nö. Ich dachte, man kommt da vielleicht irgendwo hin. Ist auch irgendwie ein Weg, aber der führt noch nach nirgendwo. Es führt einen Weg nach nirgendwo. Gibt's denn... Wie lustig der jetzt das Medipack gehalten hat. Soll. Warte mal, hier ist ein Radio. Hier ist ein Radio. Ich hab bekloppt. Guck mal, auf dem Weg dorthin. Und noch niemals geplant, dass wir das Radio finden. Ich habe Angst, dass ich hier zwischen den Rohren festglitsche. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Hallo? Hallo? Hallo. Ah, sehr schön. Es hat sich die Lage so ein bisschen beruhigt. Die Fahrzeuge schneller. Warte mal. Ist jetzt egal, ob ich jetzt wieder Krach mache oder nicht, aber ich will jetzt einfach, dass ich das Fahrzeug schon mal habe. Auf meiner Liste, auf meiner To-Do-Liste. Das ist leider. Wenn es so weitergeht, wird das nicht mit meiner To-Do-Liste. Weg hier. So. Oh, hier ist ein Rasenmäher. Kann ich den nicht benutzen oder so? Das wäre mega. Es könnte sein, dass ich hier gefunden werde. Und ich brauche ein wenig Lebensenergie. Hier ist übrigens auch ein Radio, was wir direkt mitnehmen. Wie geil. Finden wir alles auf dem Weg. Oh, oh. Geh aus dem Weg. Na, wieso klimmt... Alter, ich klimm an so einer dämlichen Schaukel. Da, warte mal. Ah, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Die Zeit nehme ich mir, auch wenn jetzt hier gerade die Drohne ist, aber das Radio will ich mitnehmen. Wir gehen nämlich auf den Sender. So. Wo ist denn... Ach, guck mal an. Vielleicht kriegen wir hier ein bisschen Lebensenergie, ein bisschen Medipacks. Angriff beendet. Ich hoffe, in der Hoffnung, dass ich vielleicht hier fündig werde. Da, ja, sehr schön. Zwei Medipacks. Einen können wir mal nehmen. Natürlich. Ermittlungsaufzeichen 2. Die lese ich auch gerade jetzt durch, mitten im Kampf, weißt du? Brady, wir haben hier ein Problem. Die Norks haben hier eine Duster-Startplattform errichtet, mit der sie Gasangriffe auf die anderen roten Zonen durchführen wollen. Gerade nicht. Du musst sie zerstören, bevor die scheiß Duster abgefeuert werden können. Gerade nicht, muss jetzt meinen Tagebucheintrag lesen. Ermittlungsaufzeichnung, Hashtag 2. Ich habe einen Bericht darüber erhalten, dass ein paar Konvoi-Fässer mit Chemikalien in großen Zahlen direkt in den Stützpunkt bringen. Was zum Teufel haben die vor? Ich weiß nicht. Vielleicht, die Toilette reinigen mit Chemikalien? Weiß ich nicht. Alter, uah. Wie viele da unten laufen und mich suchen, ne? Und da unten fährt die... Psst. War so klar, dass du dich jetzt umdrehst, du kleiner Lutscher. Hallo meine Freunde, na? Was? Ach komm. Das ist so witzlos, na? Okay, da bin ich mal wieder gestorben. Toll. So, okay, Ausrüstung. Ein bisschen Munition wieder einsammeln. So, na, was siehst du durch dein Fernglas? Irgendwas gefunden? Old Town Station. Ist ja interessant. Ist deprimierend, den Leuten da draußen den ganzen Tag zuzuschauen. Tu die Telefon ab!
Sie kommen! Nein, ich wollte auf die Karte gucken, nicht auf die Links, genau. Da oben müssen wir immer noch hin zu dem. Zu der Wasserversorgung. Ich will aber immer noch ungesehen bleiben. Aber wenn das weitergeht hier. Wenn das so weitergeht, wird das wohl nichts mit dem ungesehen bleiben. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, uns hinten reinzuschleichen. Ungesehen, wohlgemerkt. Ungesehen. Dazu müssen wir nur ungesehen bleiben in der Basis. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert. Hallo? Ich muss mich dafür hinstellen. Natürlich. Nein, was? Ach komm. Ach komm, ey. Das gibt's gar nicht. Der kann mich gar nicht gesehen haben. Die auch mal aufzusuchen irgendwann oder wie ist das oder woher wusste ich nur, dass da einer durchkommt? Dieser scheiß Roboter macht mir ein bisschen Sorgen. Komm ich denn da? Okay, dann machen wir es anders. Dann machen wir mit Kraft. Ist mir egal. Wenn die es nicht anders haben wollen. Und ich habe kein Medipack mehr. Das ist natürlich sehr schlecht. Das Problem dabei ist, dass wir auch schon einen Roboter hier unten vor der Tür stehen haben. Ziel verloren. Hallo, mein Freund. So, warte mal. So, ich glaube, kann jetzt wieder wechseln, ne? Genau, so. Zack, zack. Kann man ein bisschen aufsammeln. Die Zeit haben wir ja. Bei dir auch. Wir können jetzt gemütlich hier hochlatschen. Weil wir so ein bisschen die Ruhe haben. Noch wohlgemerkt. Die suchen uns nämlich. Anscheinend suchen die uns. Au! Wieder geschrien hat. Au, der hat mich erschossen. Ob das klappt, ich probier's. Bin mir nicht sicher. Nein, das klappt nicht. Ich glaube nicht, weil mich da gerade noch einer gesehen hat. Kurz vorm Drehen. Oder? Yeah. Geil. Geil. Wasseraufbereitungsanlage. Yeah, wir haben die Wasseraufbereitungsanlage. Yeah, man. Oh. So. Die Wasserversorgungsanlage befindet sich jetzt unter der Kontrolle des Widerstands. Das sollte die Operation der KVA in der Zone, die mit Ressourcengewinnung zu tun haben, behindern. Tolle Arbeit.